Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Herwig Blankers im Rahmen seiner Ausführungen zu den Theorien und Modellen der Didaktik auf methodische Fragen zu sprechen kommt. Blankers thematisiert Unterrichtsmethoden nicht explizit, sondern entwickelt seine Vorschläge auf der Grundlage ideologiekritischer Forschungsmethoden. Weil seine Unterrichtsmethoden daher implizit auf ideologiekritischen Forschungsmethoden basieren, fassen die folgenden Ausführungen die Forschungsmethode der Ideologiekritik so zusammen, wie Blankertz sie im Sinne der Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule in seine Didaktik aufnimmt. Grundlegend für Herwig Blankertz Begriff der Ideologiekritik ist die Unterscheidung von Normen, Fakten und Formen. Dabei lehnt sich Blankertz an Jürgen Habermas an, der von der normativen Kraft des Faktischen gesprochen hatte. Denn für Blankertz und Habermas ist es ausgemacht, dass Fakten und methodische Formen eine normierende Kraft in sich tragen und daher von sozialen Normen nicht getrennt werden können. In der Organisation der Fakten und der Entscheidung für bestimmte Methoden spielen vielmehr Normen auch im Unterricht eine gewichtige Rolle. Normen sind dabei aus didaktischer und bildungswissenschaftlicher Sicht alle den Unterricht und die Erziehung beeinflussenden Faktoren. Dabei sind die Sinnformen einer normativen Didaktik nach Blankertz grundlegend von einer Ideologie abhängig, weshalb sie auch der Ideologiekritik ausgesetzt werden können und müssen. Mit Heimann und Schulz geht Blankertz daher davon aus, dass eine permanente Ideologiekritik für die Didaktik unabdingbar ist. Blankertz kommt dabei auch eingehend auf den Ideologiebegriff von Karl Marx zu sprechen. Nach Marx entwickelt das Bürgertum zur Rechtfertigung des von ihm entwickelten kapitalistischen Wirtschaftssystems eine Ideologie auf allen Gebieten des Geisteslebens. Ideologie meint also hier das Zurückbleiben der bürgerlichen Gesellschaft hinter ihrem eigenen Anspruch Kraft ökonomischen Gesetzes. Die Bourgeoisie hat daher ein falsches Bewusstsein, dem sich das richtige Bewusstsein der Ideologiekritik in aufklärerischer Absicht entgegensetzt. Dieser marxische Ideologiebegriff wurde auch für die kritische Theorie der Frankfurter Schule bindend, weshalb Blankertz sich an verschiedenen Stellen auf sie bezieht. Blankertz begreift nun Ideologie theoretisch folgendermaßen. Zu einem Komplex objektiv identischer Sachverhalte liegen unterschiedliche Urteile vor. Alle können nicht richtig sein, die falschen heißen ideologische, die richtigen basieren auf Vernunft, Wahrheit und Wissenschaft. Ideologiekritik ist dann die unter Beanspruchung des wahren Bewusstseins erfolgende Identifikation der Ideologie als falsches Bewusstsein durch Aufdeckung der Gründe für die Bewusstseinsverzerrung. Dabei sind die Träger der Ideologiebildung gesellschaftskritisch definiert als die Mächte und Weltanschauungsgruppen, die mit ihrem normbildenden Willen einen Druck auf Sinngebung und Zwecksetzung des Unterrichts ausüben. Deshalb ist es für Herwig Blankertz wichtig, dass alles pädagogische Handeln normative Entscheidungen notwendig macht. Und diese normativen Entscheidungen sind nach Blankertz immer ideologisch begriffen. Die Ideologiekritik soll nun den Lehrenden über die eigene ideologische Bedingtheit, die seiner Unterrichtsfächer und seines erzieherischen Verhaltens aufklären und sie zu Bewusstsein bringen. Dabei soll die Didaktik nicht mit erhobenem Zeigefinger maßregeln. Die Lehrenden sollen sich vielmehr im Sinne der Ideologiekritik über die ideologischen Implikationen ihres Tuns Rechenschaft ablegen. Dabei geht es vor allen Dingen darum, die normativen Bedingungen einer fraglichen didaktischen Situation vollständig zu erfassen, um so auch bei den Lernenden kritische Vernunft entbinden zu können. Herwig Blankertz diskutiert hinsichtlich des Ideologiebegriffs eingehend die Unterscheidung von Normen, Fakten und Formen. Dabei nimmt er die kritische Theorie von Jürgen Habermas auf, der dahingegen von der normativen Kraft des Faktischen gesprochen hatte. Damit ist gemeint, dass sowohl Tatsachen als auch Methoden in den Wissenschaften von externen sozialen Normen abhängig sind. Diese Normen sind ihrerseits auch von Ideologien gefärbt. Deshalb spricht sich Blankertz auch für eine normative Didaktik aus, die mit einer permanenten Ideologiekritik der pädagogischen Praxis einhergehen muss. Dabei ist hervorzuheben, dass Blankertz seinen wertfreien Ideologiebegriff auch in der Auseinandersetzung mit Karl Marx und der marxistischen Ideologietheorie entwickelt. Marx hatte betont, dass das Bürgertum im Kapitalismus hinter dem eigenen Anspruch zurückbleibt und sich so eine falsche Vorstellung von der eigenen geschichtlichen Rolle machen muss. Das Bürgertum ist Träger eines falschen Bewusstseins, dem sich der dialektische und historische Materialismus im Sinne eines richtigen Bewusstseins und in aufklärerischer Absicht entgegensetzt.
Dem ideologischen Schein setzt sich so eine Analyse des gesellschaftlichen Seins entgegen, wie auch im Rahmen der kritischen Theorie der Frankfurter Schule von Horkheimer und Adorno hervorgehoben wurde. Blankert steht durchaus in der Fluchtlinie dieser Debatten, wenn er betont, dass es bei aller Wertfreiheit doch auch um die Aufdeckung der Gründe für Bewusstseinsverzerrungen geht. Was haben nun diese theoretischen Voraussetzungen für Auswirkungen auf die Didaktik im Sinne von Herwig Blankerts? Zentral ist die Annahme, dass jedes pädagogisch-didaktische Handeln normative Entscheidungen notwendig werden lässt. Dabei ist es für Blankerts im Sinne der kritischen Theorie ausgemacht, dass normative Entscheidungen immer auch ideologisch gefärbt sind. Der Didaktik, die Blankerts als normative Didaktik diskutiert, fällt mithin die Aufgabe zu, die ideologischen Implikationen des Unterrichts aufzudecken, um den Lehrenden ideologiekritisch die Möglichkeit zu geben, sich über die oft unbewussten Voraussetzungen des eigenen Tuns Rechenschaft abzulegen. Zusammenfassend kann betont werden, dass Herwig Blankerts Ideologiekritik mit Nachdruck darauf Wert legt, dass es keine Wissenschaft und also auch keine Didaktik geben kann, die nicht von externen gesellschaftlichen Normen bzw. Ideologien abhängig wäre. Deshalb spricht er sich nachdrücklich dafür aus, eine normative Didaktik mit permanenter Ideologiekritik in Verbindung zu setzen. Dabei ist es ihm vor allen Dingen darum zu tun, die gesellschaftliche Einbettung von Didaktik und Pädagogik im Sinne der Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule zu betonen und damit auch am emanzipatorischen Ideal einer aufgeklärten Bildungswissenschaft festzuhalten. Im Sinne einer selbstreflexiven Didaktik sollen sich die Lehrenden der normativen und ideologischen Grundlagen bzw. Voraussetzungen ihrer eigenen Praxis bewusst werden, um damit bei den Lernenden im Sinne der Aufklärung und der kritischen Theorie kritische Vernunft zu entbinden.